Wir in Solingen sind voller Entsetzen und voller Trauer. Das, was gestern in unserer Stadt geschehen ist, das hat kaum jemand von uns schlafen lassen. Die Menschen dieser Stadt sind bewegt. Viele von den Ermordeten, Verwundeten, Betroffenen haben Familie, haben Freunde in dieser Stadt. Ich habe versucht, so gut es mir möglich war, über die Nacht Kontakt zu suchen und was immer möglich wäre, zu organisieren. Aber der Schmerz ist unendlich groß. Ich danke den Rettungsdiensten der Feuerwehr, die gestern alles getan haben, um die Menschenleben noch zu retten, um die immer noch gekämpft wird. Auch diese Einsatzkräfte haben großartig geleistet, was sie schwer belastet. Ich danke unserer Polizei, die mir nochmal versichert hat, dass sie mit höchstem Druck die Ermittlungen aufgenommen hat. Und ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen einen möglichst schnellen, erfolgreichen Ermittlungserfolg. Wir als Stadt haben Hotlines für Betroffene geschaltet. Wir haben eine Anlaufstelle mit der Notfallseelsorge hier in der Innenstadt. Wir organisieren schulpsychologische Hilfe. Auch da tagen wir gerade die ganze Nacht, die ganze Zeit durch, alles Erdenkliche zu organisieren. Und trotzdem bleibt dieser große Schmerz. Ich bete und hoffe weiter, dass die Angehörigen Trost finden, dass die Verletzten und Verwundeten wieder gesund werden. Und ich bitte Sie weiter, hoffen und beten Sie mit uns hier in Solingen gemeinsam.